Ja, hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Migräne und sinnvolle Strategien und Auswege. Ja, Migräne kann verschiedene Formen haben. Wir reden in dem Video von der chronischen Migräne. Bei der akuten Migräne möchte ich vorab kurz sagen, wenn ihr noch nie Probleme hattet mit Kopfschmerzen oder mit Migräneanfällen oder ähnlichen Dingen und habt plötzlich Migräne, also wirklich diese starken, kaum auszuhaltenden Kopfschmerzen, dann ist es ein Hinweis auf einen Notfall und dann geht bitte irgendwie zum Arzt oder Notarzt und lasst es abklären, was da los ist. Denn nicht, dass es da irgendwelche schwerwiegenden Probleme im Gehirn gibt, von kleinen Schlaganfällen oder irgendwelchen Gehirnhautblutungen oder anderen Dingen, das muss abgeklärt werden. Aber anders ist mit der chronischen Migräne, ja, wenn ihr regelmäßig Migräne habt, es gibt viele, die haben mehrmals im Monat Migräne oder mehrmals in der Woche Migräne sogar, und das ist natürlich ein Ding, das soll behandelt werden. Das ist ein großes Problem. Schulmedizinisch, klassisch, gibt es dort in der Regel meistens eine Mischung aus entweder Schmerzbehandlung oder Cortisonbehandlungen, die aber häufig nicht gut wirken. Migräne hat ja verschiedene Arten, wie sie sich ankündigt. Jeder hat so eine individuelle Hinweise, wie die Migräne sich bei ihm zeigt. Häufig kennt man schon die Anläufe der Migräne, also wenn es losgeht mit der Aura oder mit irgendwelchen Sehstörungen oder Geschmacksveränderungen, das sind oft schon so Hinweise, jetzt geht es wieder los. Und dann ist ja so, wenn die Migräne da ist, dass man im Grunde zu nichts mehr richtig in der Lage ist. Und das ist natürlich sinnvoll, da zu wissen, wo kommt es eigentlich her und was kann ich dagegen machen. Die Ursachen sind vielfältig und es ist häufig auch nicht nur eine einzelne Ursache, sondern oft ist es ein Zusammenspiel aus mehreren Ursachen. Und es macht Sinn, natürlich an alle möglichen Ursachen heranzugehen. Eine große Ursachenkomplex ist die strukturelle Komponente. Strukturell bedeutet alles, was irgendwie mit den Knochen und dem Körpergerüst zu tun hat. Und eine der wichtigsten strukturellen Komponenten ist die Halswirbelsäule. Wenn die Halswirbelsäule Probleme hat, wenn sie überdehnt ist oder andere Störungen hat, dann kann es dazu kommen, dass sich bestimmte Muskeln an der Halswirbelsäule zu stark verspannen, weil sie versuchen, Stabilität herzustellen. Und diese starke Verspannung kann dann zu einer Einengung führen von Blutgefäßen, von Nerven. Und das kann wiederum die Gehirnversorgung blockieren. Und dann kommt es halt dazu, dass das Gehirn antwortet mit Schmerz. Das heißt, das Halswirbelsäulensyndrom ist ein Ding, das sollte man eventuell anschauen. Das zweite, was sein kann, ist das sogenannte CMD. Das heißt, dass ihr mit dem Kiefergelenk Schwierigkeiten habt, dass der Kiefer nicht richtig ausgerichtet ist und ihr beim Zubeißen oder bei anderen Dingen einfach einen zu starken Druck ausübt aufs Kiefergelenk. Es gibt sehr viele Rezeptoren dort, die auf die Nerven wieder einwirken. Das kann dann letztendlich auch zu Migräne führen. Und ein großer Faktor im Kopfbereich sind die Zähne und der Kiefer selber. Also es kann sein, dass ihr Zahnstörfelder habt, dass ihr eventuell wurzelbehandelte Zähne habt, die in dem Körper, im Kiefer vergammeln. Es entsteht dann so ein Schwefel, der Thioäter, der wirkt toxisch auf die Nerven dort. Es ist der Trigeminusnerv, der so am Mund entlang läuft, im Unter- und Oberkiefer und dann hier oben am Auge ins Gehirn rein, einer der Haupthirnnerven. Und der transportiert dann diese Toxine ins Gehirn, das kann dann zu Schmerzen führen. Überhaupt der Nerv selber, wenn belastet ist, damit kann er chronisch Schmerzen auslösen. Es kann sein, dass ihr vielleicht Implantate habt, wenn die aus Titan sind, kann es möglich sein, dass die in Resonanz gehen mit dem Elektrosmog um euch herum. Ihr müsst wissen, dass die Handys haben Titan als Antenne verarbeitet, weil es so resonanzfähig ist mit den elektrischen Feldern. Und das ist eben ein Problem, wenn man das im Mund hat, kann das zu Problemen führen und kann eine chronische Migräne machen. Dann kann es einfach sein, dass ihr eventuell im Kiefer Störfelder habt, also so Zonen oder Stellen, wo der Kiefer sich zersetzt. Man nennt es dann eine Niko oder Kieferostitis oder Fettnekrose. Und sowas kann ein guter Zahnarzt, kann sowas diagnostizieren und rausfinden. Aber das kann alles dazu führen, dass chronische Kopfschmerzen entstehen. Ja, das ist die strukturelle Komponente. Dann gibt es die Stoffwechselkomponente. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr im Stoffwechsel Mängel habt, dass bestimmte Substanzen einfach zu wenig da sind und aufgrund dieser Mängel dann die Migräne entsteht. Einer der Mängel, das sind die Elektrolyte. Wenn die nicht ausreichend da sind, können Kopfschmerzen entstehen, die chronisch sind. Dann kann es sein, dass ihr Magnesiummangel chronisch habt, vielleicht einen Vitamin B12-Mangel. Das sind alles so die Dinge, die vor allen Dingen zu chronischen Kopfschmerzen führen können. Dann gibt es den Faktor der Blutgefäße. Das gehört so ein bisschen noch in die strukturelle Komponente rein. Es kann also sein, dass sich aus irgendwelchen Gründen eure Blutgefäße nicht optimal verhalten. Sie sind entweder zu weit oder zu eng.
Und das ist dann in Kombination mit dem Blutdruck ein Problem. Das heißt, es kann sein, bei zu hohem Blutdruck oder zu niedrigem Blutdruck kann es eben auch zu Kopfschmerzen kommen, weil eine Über- oder Unterversorgung im Gehirn stattfindet. Ja, dann gibt es die vegetative Komponente als Faktor für die Migräne. Einmal ist es der klassische Stress, den wir ja alle irgendwie haben. Und der kann dazu führen, dass zu viel Adrenalin ausgeschüttet wird und das wiederum macht dann im Gehirn eine Verengung der Blutgefäße und es kann eben auch wieder zu Kopfschmerzen führen. Und der zweite Faktor, der vegetative Faktor, ist die Schlafstörung. Ja, also wenn ihr nicht gut schlaft, kann es eben auch sein, dass das Gehirn sich nicht optimal entgiften kann, nicht optimal regenerieren kann. Das kann dann auch zu chronischen Kopfschmerzen führen. Der größte Faktor tatsächlich für die Migräne, die größte Auswirkung, der Hauptpunkt, wo wir die größten und stärksten Erfolge haben, allerdings ist, wenn man an den Darm denkt. Ja, die Unverträglichkeiten auf Lebensmittel bzw. bestimmte Stoffe, die im Darm toxisch entstehen können, das sind die Stoffe, die meistens für die Migräne verantwortlich sind. Der Darm ist innerviert von dem Vagusnerv vor allen Dingen und der Vagusnerv ist zu 20% efferent und zu 80% afferent. Das bedeutet, es gehen 20% Informationen vom Gehirn an den Darm, was der Darm und die ganzen Bauchorgane so zu tun haben und 80% der Informationen fließen vom Darm in das Gehirn. Und das ist auch der Weg, wie unter Umständen toxische Stoffe ins Gehirn finden können, nämlich über den Nerv. Was sind das für Sachen? Das sind Lebensmittel, die in irgendeiner Form die Histaminbildung antriggern, also fermentierte Sachen zum Beispiel oder Lebensmittel, die jetzt schon älter sind, die vielleicht schon vom Vortag sind, also wo viel Histamin drin ist. Dazu gehören aber auch verarbeitete Fleischwaren, Wurstwaren, Käse, Rotwein, Tomaten. Also all das, was irgendwie so eine Histaminunverträglichkeit ausmacht, könnte eben auch Ursache für die Migränebildung sein, weil Histamin bringt das Gehirn zum Anschwillen. Das zweite, was sein kann, ist Ammoniak. Die Ammoniakentwicklung, es kann sein, dass zu viel Ammoniak ins Gehirn kommt. Häufig der Fall, wenn die Leber nicht optimal arbeitet oder einfach überfordert ist. Und das Ammoniak, das haben wir vor allen Dingen in tierischen Eiweißen, also in Fleisch, Fisch und Eiern. Das Ammoniak kann auch zu starken Migräneanfällen führen. Und da gilt es eben auch darum, das einfach am besten zu vermeiden. Dann ist es so, dass die Milchprodukte dazu führen können, sämtliche Formen von Milchprodukten, also Käse, Joghurt, Quark, können dazu führen, dass es Migräneanfälle gibt, genauso wie das Gluten. Das schlimmste Übeltäter beim Gluten ist der Weizen, aber es kann auch sein, dass die anderen glutenhaltigen Getreidearten auch einen Migräneanfall auslösen können. Also da sollte man drauf achten. Alkohol versteht sich von selbst. Der ist ein großes Problem, wenn man Migräne anfällig ist, denn er zieht die Elektrolyte aus dem Körper und dann neigt man dazu, leichter Migräne zu bekommen. Und ein Ding, wo man gar nicht so sehr dran denkt, ist die Schokolade. Schokolade kann auch zu Migräneanfällen führen, weil die Schokolade nämlich Einwirkungen nimmt auf die Blutgefäße und es kann sein, dass es deswegen auch kommt. Das bedeutet, wenn du ein Patient bist, der regelmäßig Migräne hat oder du jemanden kennst, der das hat, dann ist der beste Ratschlag, zumindest mal für einen Versuch, für eine Zeit lang, eine pflanzenbasierte Ernährung zu machen mit frischen Pflanzen, nichts Aufgewärmtes, ja, also eine vegane Ernährung, wenn man so will, ohne Gluten und ohne Schokolade. Und dann einfach zu sehen, geht dann diese Migränehäufigkeit weg oder wird die Intensität schwächer oder erreiche ich damit irgendeinen Erfolg? Und wenn das der Fall ist, dann hat man einen Treffer gelandet. Und dann kann man unter Umständen raustüfteln, indem man jetzt wieder Lebensmittelgruppen zuführt, langsam, woran liegt es oder in welcher Menge liegt es. Vielleicht vertrage ich ein Stückchen Schokolade, aber vielleicht nicht eine halbe Tafel. Oder so in der Richtung kann man es austüfteln. Grundsätzlich gilt, die gesündeste Ernährung für die Gesamtgesundheit im Körper ist sowieso die pflanzenbasierte Kost. Das heißt, ihr macht damit gleich mehrere Dinge natürlich im Körper gut. Aber vor allen Dingen sollten die Kopfschmerzen da verschwinden. Es gibt noch die menstruationsabhängige Migräne. Da ist häufig der Fall, das hat entweder mit den Hormonen zu tun, also mit Progesteron vor allen Dingen. Wenn ein chronischer Progesteronmangel da ist, das kann man testen lassen im Blut. Oder aber, wenn einfach zu wenig Magnesium im Körper ist. Weil während der Menstruation zieht sich der Körper das ganze Magnesium in den Gebärmutterbereich rein. Und dann fehlt es eben an anderen Stellen. Und das kann dann wiederum zu chronischer Migräne führen. Ja, was kann man tun? Naja, es gilt darum, die Ursachen aufzuheben, die wir jetzt alle genannt haben. Das heißt, wenn ich Migräne in irgendeiner Form behandeln möchte, dann macht es viel Sinn,
dass ich an die Ursachen rangehe. Das heißt, die Ernährung umstellen, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann eben schauen lassen, ob ich mit den Zähnen irgendwelche Störfelder habe. Und da nicht denken, dass man deswegen Zahnschmerzen haben muss. Es kann sein, dass es Störfelder im Kiefer gibt, die gar keine Zahnschmerzen machen. Und trotzdem einfach da mal abklären lassen. Dann ist natürlich sinnvoll zu schauen, dass man die Mängel nicht hat, dass man vielleicht gut aufgefüttert ist. Die beste Form, das alles rauszufinden, ist die autonome Regulationstestung nach Dr. Klinghardt. Oder ihr könnt es auch mit dem Dr. Mama-System raustüfteln. Wenn ihr das selber lernen wollt, dann könnt ihr das damit lernen, wie man das selber testen kann und habt dann quasi das ganze System in der Hand und habt euch selber in Kontrolle und könnt gucken, dass es euch gut geht. Ja, es gibt auch noch einige Nährstoffe, die man nehmen kann natürlich oder Pflanzenstoffe, die jetzt zum Beispiel Entspannung im Körper erzeugen, die den Vagusnerv beruhigen, die eine Entgiftung im Körper machen. Es gibt da so viel verschiedene Sachen, aber den Haupterfolg hat man mit dem Behandeln oder Bearbeiten der Grundursachen. Wenn ihr die im Griff habt, dann müsste das meiste eigentlich gespart werden können. Dann braucht ihr gar nicht so viel Nahrungsergänzungen und Schmerzmittel und andere Dinge. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Wenn Fragen sind, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, kommt auf unsere Website und tragt euch für unseren Health Report ein, besucht uns auf Instagram oder auf Facebook. Ganz liebe Grüße von mir und vom Praxis Family Team. Ciao.